Our next project also has some people speaking English, so this is also why the moderation is in English. Jugendhakt is also always about better understanding difficult concepts and help other people to better understand them and also build something that looks really cool on the way. And this is also what the next project, the Hypercube, is all about. It's a rather big group, and the Hypercube is presented by Sebastian, Agnes, Gennady, Zoe, Shegin, Rahul, and Jona. Big round of applause for Hypercube. Hello, everyone. As a team, we created a Hypercube. The main idea was helping the primary students to get better sense of basic mathematical concepts and as well as three dimensions. And for creating this cube, we divided our team to two different groups. And some of us worked on hardware part, and the other ones worked on the software part. And I myself was helping with the hardware part, this implementing the LEDs, so you can light up the symbols you use in mathematical classes for the students. So I'll pass it to Agnes from software part. Hardware. So wir wollten also einen 4x4x4 Würfel bauen aus LEDs, sprich also 64 LEDs, die wir natürlich nicht alle einzeln mit Kabeln ansteuern konnten. Deshalb haben wir uns überlegt, dass wir so Layer zusammen verbinden, also horizontal alle Anoden zusammen und vertikal 16 Reihen, also 4x4, für die Kathoden. Und so können wir jede LED mit einem Arduino einzeln ansteuern, indem wir die richtige Kathode und Anode verbinden. Jona und ich waren für die Software zuständig. Ich habe eine kleine Library zur Steuerung des Würfels geschrieben und darauf basierend ein Kommandozeilen-Interface implementiert. Ja, wie schon gesagt, ich habe die Graphical User Interface implementiert. Das heißt, ich zeige die euch mal kurz. So sieht die aus. Man kann hier einfach eine Formel eintippen und dann wird die halt vom Arduino ausgegeben bzw. konvertiert. Ja, ich führe jetzt noch den Würfel hier vor. Wir haben das hier jetzt mit grünen und gelben LEDs vorgeführt. Hier leuchtet jetzt ein Layer. Man kann auch jede LED einzeln ansteuern. Das seht ihr jetzt wunderschön nicht, weil das Licht so hell ist. Wir haben außerdem noch ein Programm geschrieben, was die jetzt lustig aufblinken lässt und was vielleicht ganz hübsch ist, aber noch nicht so viel mit Mathe zu tun hat. Also hallo, mein Name ist Rahul und einer der Mottos von Jugendhakt dieses Jahr ist ja mit Coden die Welt verbessern. Und dann halt mit den Hypercube wollten wir den Lehrern helfen, so für die Schüler so das Fach Mathe besser zu visualisieren. Thank you very much for the presentation. One question, are all of you like really big math geeks, or is there one in your group who really is maybe not so fond of math? Yeah, so you are the one math guy and you took everybody else along on the ride, is that correct? Nicht ganz. Take a mic and explain. Die anderen sind auch mathematisch versiert. Das war eine sehr diplomatische Antwort. Sehr gut. Vielen Dank an das Team Hypercube.